In diesem unscheinbaren Kontrollraum in der Nähe der US-Bundeshauptstadt Washington wird eines der spektakulärsten wissenschaftlichen Instrumente aller Zeiten gesteuert. Das Weltraumteleskop Hubble liefert atemberaubende Bilder aus den Tiefen des Alls. Vor 25 Jahren wurde Hubble mit dem Space Shuttle Discovery in den Weltraum gebracht. Dort schwebt es nun 560 Kilometer über der Erde. Das hochempfindliche Teleskop wirkt wie eine Zeitmaschine, denn es sieht Milliarden Jahre entferntes Licht. Für die Astronomie hat Hubble spektakuläre Fortschritte gebracht. Hubble hat den Blick der Menschen auf das Universum und unseren Platz darin völlig verändert. Es zeigt uns, dass sich das Universum mit der Zeit verändert hat und dass Sterne eine wesentliche Rolle bei der Herstellung der Elemente spielen, die wir zum Leben brauchen, für Planeten zu unserem Wohlbefinden. Durch Hubble konnte die Existenz von schwarzen Löchern bestätigt werden und dass sich das Universum zunehmend schneller ausbreitet. Für diese Entdeckung bekamen zwei US-Forscher einen Nobelpreis. Hubbles Nachfolger wird bereits gebaut, hier in Maryland. James Webb soll noch 100-mal schwächeres Licht erkennen, dank Infrarottechnik. James Webb wird nach den ersten Galaxien suchen, die sich im Universum bildeten. Und mit diesen neuen Infrarotfähigkeiten können wir in Dunkelwolken spähen, in denen Sterne geboren werden. Hubble musste und konnte ein paar Mal repariert werden. Das weitaus größere Teleskop James Webb soll 2018 ins All starten. Es soll so weit weg von der Erde unterwegs sein, dass Wartungsmissionen unmöglich sind. Dort soll James Webb nach möglichen Bausteinen für Leben jenseits der Erde suchen, in der Atmosphäre von Exoplaneten und dem interstellaren Raum.